Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir gehen in Item Shop vom, ja gleich. Was denn? Was haben wir denn für ein Datum? Wir haben heute den 9.9. Den 9.9. Also heute, ja. 9.9. Ja, genau. Dann verabschiede ich mich auch mal heute. Weil ab morgen bin ich nicht mehr in den Daily Shop Videos vorhanden. Bis ja, heute. Bis aber heute. Irgendwie sind wir beide gerade nicht in der Kamera drin. Ist egal, das kann nicht stimmen. So, wir fangen an bei dem eisernen Schnabel. Der eiserne Schnabel, für mich eine der geilsten Picken, die es überhaupt gibt. Ja. 10 von 10. 10 von 10. Hat eine Benotung von 4,36 von 5 bei 44 Posten. Also am 26. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 12 Mal und 43 Reminders. Dann kommen wir zu gefiederter Flieger. Ja, finde ich für einen Standardgleiter relativ cool, auch wegen den Flügeln. 7 von 10. Kriegt er von mir auf jeden Fall auch 7 von 10. 4,39 von 5 bei 33 Wurzeln ist am 6. April 2018 im Shop gewesen, seitdem 16 Mal und 39 Reminders. Rabe bzw. Raven. Wie viel kriegt er? 10 von 10 von 10 mir. Von 10. 4,43 von 5 bei 172 Wurzeln erst beim 6. April 2018 im Shop gewesen, seitdem 16 Mal und 284 Reminders. Dann kommen wir zu Verwüstung bzw. dem Revenge. Ravage. Der Ravage kriegt von mir auch 10 von 10. Ich finde den auch 10 von 10 cool. Von mir auch 10 von 10. 4,32 von 5 bei 153 Wurzeln erst beim 26. August 2018 im Shop gewesen. Seitdem 12 Mal und 282 Reminders. Dann kommen wir zu. Ah, das war schon von dem Set, ne? Dann jawohl. Kommen wir zu Kristall. Kristall. Der Booger-Skin. Der Booger-Skin. Der Booger-Skin, wo ich gesagt habe, erinnert mich irgendwie an die von Harry Potter. An die Myrte. An die Myrte, aber trotzdem irgendwie so jetzt, ja. Die Myrte. Ja, wir fahren, also ich gebe der 7 von 10. Kriegt von mir auf jeden Fall auch 7 von 10. Hat eine Benotung von 4,175 bei 24 Boards, was war am 4. August 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und 59 Reminders. Dann kommen wir zu Bronto. Der Bronto, den finde ich nicht ganz so toll, aber ein bisschen besser als die anderen Dinos. Kriegt von mir 5 von 10. 4 von 10. 3,41 von 5 bei 17 Wurzeln. Ist am 4. August 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 13 Reminders. Pterodactylus. Hammergeil, kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 3,95 von 5 bei 41 Wurzeln. Ist am 21. August 2018 im Shop gewesen, seitdem 12 Mal und 20 Reminders. Sorry, die Kamera mag mich heute nicht. Astro Assassinen, die hatten wir gestern schon im Shop gehabt, ja, hier oben rechts verlinkt. Auch im Gameplay. Hat eine Benotung von 3,165 bei 19 Wurzeln. Ist am gestern im Shop gewesen und 30 Reminders. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich hier auf der Kamera rumhampel. Ja. Aber funktioniert alles nicht. Psycho Bandit. Psycho Bandit kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10, finde ich cool. Ja? Ja. Finde ich cool. Geht von mir 9 von 10? Ja, allein auch schon wegen dem Backpack und hier werden aber nicht die Backpack. Wegen Borderlands. Hier werden aber nicht das Backpack. Ja, ist egal, aber Borderlands finde ich auch cool und den finde ich auch cool. Ja? Ja. Okay. Oh, hier ist der gar nicht. Den gibt's hier gar nicht im Shop. Cool. Kriegt von mir 8 von 10. Wir haben leider keine Benotung, weil es das hier momentan im Baumraum nicht gibt. Keine Ahnung warum. Spee-Spezialistin. Spee-Spezialistin. Das ist der Recon Specialist für 1200 V-Bucks. Kriegt von mir 5 von 10. 7 von 10. 4,06 von 5 bei 93 Wurzeln. Am 26. November 2017 im Shop gewesen. Seitdem 42 Reminders und 103 Reminders. 42 Mal im Shop gewesen und immer drei Mal das Brüll. Brüll. Für 500 V-Bucks. Da denke ich mal an Waschbär. Kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. Finde ich ganz witzig, das Teil. Von mir kriegt es 9 von 10. Ich weiß, das ist mega schlecht. 3,2 von 5 bei 10 Votes. Meist vom 21. Juni 2018 im Shop gewesen. Seitdem 7 Mal und 21 Reminders. Sturmtrupperin, also Assault Trooper. Zweite No-Skin für 800 V-Bucks. Ah, der ist richtig schlecht. 4 von 10. Sorry, aber der, guck mal, das ist doch genauso wie der normale No-Skin. Oh ja, ein bisschen anders, aber 4 von 10. 1 von 10.
3,69 von 5 bei 101 Votes, zum ersten Mal am 31. Oktober 2017 im Shop gewesen. Seitdem 25 Mal und 161 Reminders. Papierflugzeug. Mega cool finde ich das Teil. Die Idee finde ich auch cool. Gibt von mir 9 von 10. Für 18 9 von 10. 7 von 10. 4,3 von 5 bei 30 Votes und am 6. Januar 2019 im Shop gewesen. Seitdem 9 Mal und 46 Reminders. Sisch. Pimperlacate Plancha für 18 V-Bucks kriegt von mir 7 von 10. 10 von 10. 3,865 bei 35 Votes am 9. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 34 Mal und 57 Mal. Du bist gar nicht in der Kamera heute. Nein, Zisch. Ich schaff's irgendwie nicht. Ich mache hier alles Mögliche. Zisch für 500 V-Bucks kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Mit dem Teil. Sorry, kann ich nichts mit anfangen. Kriegt von mir 4 von 10. 4 von 10. Leid. Ein Reminder. So, jetzt bewerten wir den Shop. Und der Shop bekommt von mir, wir gucken jetzt ihn nochmal ganz kurz an. Der Shop hier, die linke Seite ist sehr gut. Die linke Seite ist Hammer. Die linke Seite ist absoluter Hammer. Die rechte Seite ist Schwachsinn, außer die Pamblacke. Der kriegt, aber es geht ja auch um das neue Item. Hauptsächlich eigentlich auch. Und es kriegt von mir nichts mehr. Sorry, wegen dem neuen Item kriegt es von mir. Ja, okay. Alles klar, ich sehe es genauso. Linke Seite, hammergeil. Hey, rechte Seite. Es hat mal mehr Lovitz als Hatits, der Shop. Okay, hat, okay, 1085 Lovitz, 636 jetzt mehr und 829 Hatits. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare und abonniert unseren Kanal YouTube. Kostenlos. Use uns as a creator, also folgt euch der TV, bis dann.